Hi, mein Name ist Tübingen Roth und ich begrüße dich zu unserem Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. In der Folge 17 haben wir netterweise von der Firma Mr. Muff das Muffin-Set zur Verfügung gestellt bekommen und das wollen wir jetzt mal testen. Los geht's! Das Muffin-Set von Mr. Muff ist ein Set, das aus vier Tüchern besteht. Vier runde Tücher in 16 Zoll, 14 Zoll, 12 und 10 Zoll. Und das Material ist ähnlich dem eines Geschirrtuchs. Und außenrum ist dann jeweils so ein Filzring gearbeitet. Der Filzring hat einerseits die Funktion, dass etwas mehr zu erschweren und es ist auch dadurch gewährleistet, dass diese Tücher nicht von der Trommel rutschen können. Viele Schlagzeuger benutzen heute Handtücher auf ihren Trommeln, um die abzudämpfen. Dann muss mit Klammern gearbeitet werden und hier bekommt man eine sehr, sehr einfache Lösung, um diesen gewünschten Sound zu erzielen. Und welchen Sound möchte ich damit erzielen? Ich möchte damit einen gedämpfteren Sound bekommen, einen etwas gestorbenen Sound oder einen toten Sound, wo die Trommel wenig Sustain hat, also wenig Klang. Und außerdem wird das Set auch dadurch ein bisschen leiser und man kann auch dann Stacks daraus bilden. Das heißt, man kann natürlich mehrere dieser Tücher übereinander legen. Das ist perfekt dafür gemacht. Ich habe hier das 16 Zoll und das 14 Zoll Tuch passt genau in das 16 Zoll rein. Das gleiche mit dem 12er und dem 10er. Und was man da für Sounds bei rausholen kann, das möchte ich euch in diesem Video einfach mal vorstellen. Machen wir zuallererst mal einen A-B-Vergleich. Toms ohne die Mr. Muff Muffins und einmal mit. Ich habe hier 10, 12 und 14 Zoll Tom-Toms. Alle Toms sind bezogen mit einem Evans UV One-Fell. Das ist ein einlagiges, aufgerautes Fell, was relativ offen von seiner Grundstimmung her sein soll. Und wir gehen jetzt mal Tom für Tom durch. Ich beginne mit Tom 1, zu Tom 2, zu Tom 3. Mach's erst ohne die Muffins und dann direkt dahinter mit. Und ihr merkt schon, es ist ein wirklich deutlicher Unterschied. Das Schöne ist auch, man kann die sehr, sehr schnell eben mit diesem Emblem von den Toms wieder runterholen. Jetzt mache ich nochmal einen AB-Vergleich, aber jetzt spiele ich so ein bisschen auf meinem offen gestimmten Set. Einfach so ein paar Tom-Läufe. Ich entspanne mal auch dafür meine Snare-Tom. Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ihr hört das Ganze ohne EQ. Es ist also nur dieses Overhead, was man hier oben noch so ein bisschen sieht. Ansonsten keine Mikrofonierung. Das Overhead habe ich aus, Bassdrum-Mikro ist aus und mein Sprachmikro ist beim Spielen natürlich auch aus. Das heißt, ganz, ganz purer Sound, wie es in meinem Raum auch zu hören ist. Und jetzt kommt der Vergleich Tomläufe ohne Muffins von Mr. Muff und die Tomläufe mit den Muffins. Jetzt möchte ich mal einen typischen Groove spielen, denn Mr. Muff sagt auch zu seinen Muffins, dass der Ringo-Sound erzielt werden kann damit oder erzielt werden soll oder dass zumindest das sogar bei der Kreierung dieser Muffins mit
eine Rolle gespielt hat. Der Ringo Sound, das ist also damit ist gemeint Ringo Starr von den Beatles. Und ein besonderer Song ist da besonders herauszunehmen, und zwar Come Together. Und diesen Grundgroove von dem Gitarrenintro, den werde ich jetzt mal ohne die Muffins spielen. Und dann werde ich das Ganze mit den Muffins machen. Und das ist dann ein Unterschied wirklich wie Tag und Nacht. Und jetzt den gleichen Groove von Come Together mit den Muffins. Das ist schon echt ein Unterschied. Aber man muss natürlich nicht nur Ringo- oder Beatles-Songs damit spielen. Man kann auch natürlich kreativ damit umgehen. Natürlich kann man auch das 14er Muffin auf die Snare Drum legen. Einmal die Snare Drum ohne Muffin und dann mit Muffin. Und in Zusammenhang mit einem Groove. Und ich hatte ja erwähnt, man kann auch Stacks draus bauen. Jetzt habe ich hier mein 14 Zoll. Und dazu nehme ich jetzt noch zusätzlich oben drüber das 12 Zoll Muffin. Und wie das klingt jetzt. Ich mache es einmal nochmal ohne. Und jetzt lege ich noch zusätzlich das 10 Zoll auch noch oben drüber. Das ist jetzt schon ziemlich tot. Machen wir es gleich mal auf dem Tom. Da kommt natürlich jetzt so gut wie kein Ton mehr bei raus. Aber haben wir noch was anderes damit? Ihr habt gesehen, oder vielleicht ist euch aufgefallen, ich weiß nicht, ob man es genau auf den Bildern sehen kann, das 10 Zoll Muffin hat hier noch kleine Aussparungen drin. Ich stecke mal einen Stick durch. Das ist einmal hier oben und einmal in der Mitte. Das Ganze ist dann dazu da, um beispielsweise
so ein Muffin auch aufs Reitbecken oder auf ein Crashbecken zu platzieren. Ich mache das mal mit meinem Reitbecken. Einmal das Reitbecken ohne Muffin. Und jetzt mit Muffin. Also macht es echt auch richtig Bock, da Sounds rauszuholen. Ich mache das jetzt auch nochmal, einfach mal, weil es so schnell geht, auch nochmal hier auf meinem 18 Zoll Crash. Das Crash ohne Muffin. Und jetzt mit Muffin. Damit kann man also auch echt sehr, sehr schöne Effekte erzielen. Und es geht natürlich auch auf der Hi-Hat. Da kann man auch sehr, sehr coole Grooves sich basteln. Ich mache auch dafür mal ein Beispiel. Jetzt lege ich einfach noch zusätzlich mein 14 Zoll Muffin auf die Snare Drum. Und gucken wir mal, was man dann für, ja, vielleicht sogar leichte Retro-Sounds erzeugen kann. Das war der Gearcheck des Schlagabtausch-Podcast des Tom's Percussion Magazins, Episode 17. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst doch ein Abo und ein Like da. Und selbstverständlich, vergesst nicht, euch den ganzen Podcast anzuhören. Den findet ihr unter anderem auf www.drumsundpercussion.de und natürlich auch auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und wo ihr sonst auch so Podcast hört. Der Dirk Brandt und ich, mein Name ist der Timo. Wir freuen uns auf euch und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.